Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch zu einer neuen AIDA-Vlog-Reihe. Es wurde schon so oft angefragt, wann die nächste AIDA-Reise stattfindet und hier ist sie. Heute gehen wir auf die AIDA Perla und ich freue mich so arg und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir sind gestern auf Mallorca angekommen, haben eine Nacht hier übernachtet. Es ist schon der nächste Tag und heute geht's auf die AIDA Perla. Gestern habe ich euch ja mal den Ausblick gezeigt, aber ich zeige ihn euch einfach jetzt nochmal den Ausblick, weil jetzt ist es hell. Oh mein Gott, ist das schön. So, jetzt habt ihr mal den Ausblick gesehen, nochmal bei Tag. Wir gehen auf jeden Fall gleich frühstücken, wir haben schon Hunger. Und dann packen wir unsere Koffer zusammen und dann geht's zur AIDA Perla. Ja, ich freue mich total und vor allem freue ich mich, dass mein Mann dabei ist. Er wird mich auf der Reise begleiten. Die Reise hat mir mein Mann zu meinem Geburtstag geschenkt. Ich habe auf dieser Reise Geburtstag. Ja, ein schöneres Geschenk hätte er mir nicht machen können. Und vor allem, dass wir Zeit zusammen haben. Ich mache mich jetzt noch schnell fertig und dann geht's ab zum Frühstück. Genau so sitzen, dann sieht man dich nicht. So, wir waren jetzt frühstücken. Die Koffer sind wieder gepackt und jetzt geht's ab zur AIDA Perla. Oh, ich freue mich so sehr. Mein Mann freut sich auch schon. Und es geht los. Die 191, also müssen wir hier lang. 19. Du wirst jetzt erstmal merken, dass der Weg dauert. Kannst ja mal vorlaufen bis zum Ende, bis es nicht mehr geht. Also, bis zum Ende, bis das Schiff zu Ende ist. Mach dir keine Hoffnung, hier ist es noch nicht zu Ende. Das ist mir klar. Du kannst den Koffer auch rollen. Aber wir müssen noch ein bisschen laufen. Ja? Ja, wirklich. Wir sind erst bei 42, wir müssen zur 91. Wir müssen auf 50 Kabinen. Jetzt auf der AIDA Perla, wie ihr seht, und laufen gerade zur Kabine. Es ist ein weiter Weg. Und wer jetzt gerade schon ein bisschen aufgepasst hat, hat gemerkt, ich habe original dieselbe Kabine wie auf der AIDA Prima. Was für ein Zufall. Nicht ganz. Aber mein Mann wollte unbedingt auch so eine Kabine haben, wie ich auf der AIDA Prima hatte, mit der Oma zusammen. Und es war die einzige, die noch frei war. Und wenn du dann dort merkst, du hast Hunger, darfst du alles wieder zurücklaufen. Ja, klar. Also man überlegt sich dann dreimal, ob man sich einen Kaffee holt oder nicht. Auf jeden Fall, es ist so schönes Wetter, Leute. Ich sende euch so viel Sonne, wie es nur geht, nach Berlin, beziehungsweise nach Deutschland. Aber hier ist es richtig warm. So, wir gehen erstmal zur Kabine. Also, diese Kabine kennt ja jeder schon, der meine letzten Vlogs gesehen hat mit der AIDA Prima. Tada! Willkommen in unserer Wohnung. Tada. Und was sagst du, Wolf? Ist wie eine Wohnung. Ja, ne.
jetzt wünschen wir Ihnen und euch ganz viel Spaß bei uns an Bord. Und oh, ein Elefant! Wollen wir mal unseren kleinen Mini-Balkon uns angucken? Ja. Irre? Ja. Ist das irre? Ist wirklich. Wo ist dein Schiff? Da lang. Wir sind am Ende. Und weißt du, was das Gute ist? Komm mal, hier kannst du noch rumgehen. Und das ist der gläserne Fahrstuhl. Komm, es gibt noch mehr zu entdecken. Das war ja erst das Wohnzimmer. Da haben wir das Esszimmer. Hier ist unser Schlafzimmer. Und hier kommen wir auch auf den Balkon. Hier. Super. Super Wohnung. Das ist eine Wohnung. Da kann man nicht mehr Kabine zu sagen. Oder Schuhkarte. Hier ist die Klimaanlage. Ich werde die jetzt mal ausmachen, ja? Auf neutral. Ja. Ja, guck mal, was da drin ist. Oh. Ankleidezimmer. Und jetzt gibt es hier noch zwei Türen. Guck dir mal dieses, Vorsicht, Stufe. Ja. Dieses Bad an mit der Badewanne. Jawohl. Und hier ist die Toilette. Da kommt man auch von der Seite rein. Da kann man hier zumachen. Zeige ich meinem Mann mal was Cooles. Jetzt ist er gespannt, hä? Bist du gespannt? Ja. Deck 11. Ja. Ich werde mal schauen. Ja, jetzt hört man. Gucke mal. Ja, komisch, ne? Kann ich ein bisschen hoch? Peinlich. Ich gehe nie wieder nicht. Zu früh ausgestiegen. Ja, Philipp, die nehmen wir nur noch. Fehlt nur noch die Gewichtanzeige, oder? Nein, nein. Dann laufen wir Treppe. Jetzt sind wir laufen. Jetzt sind wir 14. Tschüss. Tschüss. Wir gucken hier auch mal. Wir gucken hier auch mal. Guck mal. Guck dir das mal an auf einem Schiff. Jetzt nehme ich euch mal mit zu dem Skywalk. Das hatte ich letztens bei der Prima nicht mitgefilmt. Und jetzt filme ich das für euch mit. Jetzt sind wir im Theatrium. Hier ist das Theater, Wolf. Und die Mitte des Schiffes. Und hier gucken wir uns heute Abend die Show dann an. Ja. Gehen wir mal zur Aida Lounge. Ich möchte gerne einen Kaffee trinken. Wir sind jetzt in der Aida Lounge und jetzt habe ich mir ein Latte Macchiato gemacht und ich zeige euch mal, was es so hier als kleine Sachen zu essen gibt. Die kann man sich jederzeit nehmen und hier gibt es auch noch Getränke und halt Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, was man möchte und auch was Alkoholisches gibt es hier. So sieht das dann aus. Sehr, sehr lecker. Gucken, was da steht. Die Koffer. Unsere Koffer sind da. Gucken mal, wir haben sogar jetzt noch Früchte gekriegt. Auf jeden Fall, der Elefant ist auch so süß. Mit dem Sicherheitsbooster vertraut. Sehr süß ist der. Ja, den verschenken wir, den Champagner. Hörst du die Möwen? Ja, ich dachte schon, ein Huhn. Ein Huhn. Ich werde mir jetzt die Decke nehmen.
Nee, ich nehme, also willst du nicht die Orangen? Nee. Nee? Ich nehme jetzt die Obstplatte mit nach draußen. Ja, nimm die mit nach draußen. Und esse ein bisschen Obst. Ich mache die Tür wieder ein bisschen ran, ja? Ja, ein bisschen. Jetzt habe ich mich jetzt hier ein bisschen hingelegt und werde ein bisschen Obst essen. Und genau gegenüber von uns ist die MS Europa. Ich drehe euch mal um. Dort. Da ist sie. Ich freue mich so, dass mein Mann diesmal dabei ist und dass es ihm gefällt. Ihm hat es ab der ersten Sekunde so gefallen und ich glaube, er wird auch ein kleiner AIDA-Fan. Bin gespannt, ob ich gleich an der Spitze der AIDA-Perla bin und ob es offen ist. Oh, ja. Wir sind ganz, ganz vorne jetzt an der Spitze. Oh mein Gott. Hier. Da ist der Kussmund. Und ich bin jetzt hier ganz alleine. Wenn ihr mal ganz vorne sein wollt und an der Spitze der AIDA-Perla stehen wollt, dann müsst ihr erst durch die Nightfly-Bar, dann in die Spray-Bar und von der Spray-Bar geht es die Treppe hoch und dann an die Spitze. Es wird langsam dunkel, die Sonne geht unter. Wir machen uns auch gleich fertig fürs Abendessen. Und uns geht's richtig gut. Wir genießen wirklich jede Sekunde und fühlen uns super, super wohl hier. Jetzt los. Fertig. Schatz, was willst du anziehen? Was möchtest du anziehen? Ich? Ja. Nee, mein Nachbar. Ich klopf gleich bei dem und frag mal, was er anzieht. Ist heute ein besonderer Tag? Nee, aber wir gehen essen. Wo ist dein schwarzer Anzug, dein Smoking? Vielleicht will ich dir heute nochmal einen Antrag machen. So, mein Mann wird sich noch umziehen und dann gehen wir zum Essen. Oh, ich freue mich. Heute Abend essen wir im Casanova. Ich denke, ich nehme euch einfach mit und dann seht ihr, was wir essen. Und was heute Abend noch ist, ist die Seenotrettungsübung und natürlich das Auslaufen. Oh, da freue ich mich auf das erste Auslaufen. Wir sind jetzt im Casanova. Wir haben jetzt schon was zu essen bestellt. Dann lassen wir uns das jetzt schmecken. Lass dir schmecken, mein Schatz. Wir waren jetzt ja eben essen, das habt ihr ja gesehen. Es war super lecker. Es war so lecker. Mein Mann schwärmt auch, der ist total verliebt und hat gesagt, oh mein Gott, essen wir hier nochmal? Essen wir hier nochmal? Ja, wir essen nochmal dort. Aber natürlich an einem anderen Tag. So, und jetzt werde ich noch was machen. Wir haben hier auf der Kabine eine Flasche Champagner bekommen, aber wir trinken keinen Alkohol und deswegen werde ich die jetzt verschenken. Na? Hm. Alles gut? Alles gut. Wir sind schon wieder 23 Grad in dem Zimmer. Ja? Ja, hast du noch auf Heizen? Dann müssen wir noch eine runter. Ja. Vorhin waren 22,8. Dir steht die Weste total gut. Ist am Meer geworden. Gleich geht's los. Mehr Pflichtveranstaltung gibt's nicht. Das ist die einzige Pflichtveranstaltung. Nur ein Glück. Nein, Glück.
Kannst du froh sein, dass wir die Reise nicht zweimal hintereinander machen? Mit 14 Tagen, sonst hättest du zweimal hingemusst. Nein, es ist ja kein, es ist ja nicht lustiges Thema. Wird also jede Woche gemacht? Ja, jede Woche wird das gemacht. Und zwar immer, bevor die Reise losgeht. Ja. Das ist jetzt Gesetz. Sonst hat man es immer am zweiten, dritten Tag gemacht. Mhm. Aber seit der, mit der Concordia oder so, wie die hieß, wird es jetzt immer, bevor das Schiff ablegt, gemacht. Man darf auch nicht filmen währenddessen. Mhm. Gar nicht. Ist auch richtig, das ist wirklich, ich will schon wissen, wo ich hin muss. Und dann gibt es auch weniger Panik, wenn man weiß, da muss man hin. Mhm. Gleich geht's los. Du wirst es gleich hören, was da passiert. Wirklich, das ist so laut. Da würde ich sogar mit Oropax, das hörst du auch mit Oropax. Da. Oh. Komm. Also, wir gehen zur Seenotrettungsübung. So, Seenotrettungsübung geschafft. Oh. Ja, du hörst es dann, wenn es düt, düt und dann sail away, sail away, sail away. Was, du willst dann raus? Du willst runter vom Schiff, da musst du jetzt noch runter. Also gleich geht's los. Wie spät ist es? Obwohl ich abgefeuert worden bin. 8 Minuten. Obwohl ich gedacht habe, nie wieder eine Seereise. Ja. Nach so einer Übung? Nee, nach der Übung glaube ich nicht, aber nee, es ist ja auch, Sicherheit geht vor. So, ja. Ich werde mich jetzt schon mal anziehen. Ich muss auf jeden Fall nochmal auf Toilette. Ich muss nochmal auf Toilette. Zieh mich ein bisschen wärmer an. Es ist nicht kalt draußen, aber... Ich ziehe einfach meinen Mantel an. Spassi, ich rede gerade mit der Kamera. Ist nicht schlimm, du kannst ruhig mitreden. Also wir machen jetzt ein Dreiergespräch. Nee. Nein, also ich werde jetzt nochmal verschwinden, dann mich warm anziehen und dann geht's sail away, sail away, sail away. Vielleicht muss ich das rausschneiden, weil ich kann nicht singen, Leute, wirklich nicht, ich kann nicht singen. Aber guck mal, da kommen glaube ich schon die Lotsen, hä? Da? Ach, da meinst du? Nee, da, da. Das kleine Bötchen. Ja? Ah, ja. Ja. So. Komm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist Urlaubszeit. Herzlich willkommen in Marbella. Der gesamten Besatzung an Bord unseres AIDA-Flaggschiffes, unserer AIDA-Perla. Das hier Kapitän Jens Janauschek. Ja, genießen Sie Ihre Kreuzfahrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere AIDA-Perla haben Sie heute bestimmt gesehen. Majestätisch groß mit der neuen Bugform. Vergessen Sie nicht, sie ist eine Lady auf hoher See. Sie neigt gern dazu, sich den Wellen voll und ganz hinzugeben. Also der Boden unter ihren Füßen, der bewegt sich. Jetzt geht's los. Schatz, ich freue mich so, dass du das mit mir machst. Ist so schön. Und? Das ist toll. Keine Ahnung, das Erlebnis kann man nicht beschreiben, oder? Man kann es nicht beschreiben. Es ist total emotional, aber auch schön. Jetzt nochmal im Beachclub, das habt ihr ja gesehen. Da war ja wirklich was los und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann sind wir nochmal in die D6-Disco. Ja, D6-Disco. Aber da war nichts los, wirklich. Da waren 3 Leute, die getanzt haben oder 4. Aber da war nichts los. Wir sind jetzt auf unserer Kabine und ich möchte mich von euch verabschieden. Das war der erste Teil von meiner AIDA-Reise. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Eure Anne. Tschüss!